Und jetzt kommen wir zu den Forschern und vielleicht den Nobelpreisträgern von morgen. Die Jungs und Mädels, die zurzeit in Darmstadt beim Wettbewerb Jugend forscht, gegeneinander antreten. Bis morgen werden ihre Forschungsprojekte beim Hessischen Landeswettbewerb begutachtet. Darauf muss man erst mal kommen. Jorn und Yannick aus Darmstadt haben sich einen neuen Fahrradständer ausgedacht. Der ist nicht nur platzsparend, sondern soll auch diebstahlsicher sein. Man kommt an diese Stelle, wo diese Fahrradständer sind, und setzt sein Fahrrad mit dieser Komponente eben drauf. Dann wird dieses Druckbolzenschloss hier in diese Aussparung hier reingedrückt und dadurch ist es dann fest. Sollte es dann irgendwann mal produziert werden, wäre diese Komponente dann direkt in dem Rahmen mit integriert. Das heißt, die Rahmenbauer müssten dann diese Komponente mitproduzieren und dadurch sollte das dann gestohlen werden wollen, müsste man den ganzen Rahmen auseinanderschneiden. Mit ihrer Idee gehören die beiden zu den Teilnehmern, die es in die Endrunde des Landeswettbewerbs Jugend forscht geschafft haben. Praktische Lösungen stehen dabei im Vordergrund. Hier geht es zum Beispiel um die Frage, wie sich Algen verwenden lassen, um klimaschädliches CO2 in Sauerstoff umzuwandeln. Das Darmstädter Chemieunternehmen Merck ist Partner und Ausrichter des Hessischen Landeswettbewerbs. Wir haben diesen Jahr einen sehr reich bestückten Wettbewerb mit 37 Arbeiten und da gibt es einige, die in der Abstraktion bleiben, so zum Beispiel eine Mathematikarbeit. Da hat der Jungforscher sich auch an dieser Abstraktion erfreut. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Projekte, die aus einem Alltagsproblem entstehen. Morgen Nachmittag werden die Forschungsprojekte der Öffentlichkeit präsentiert. Auch das von Antonia und ihren Mitforschern aus Neuhof bei Fulda. Sie wollen das Methangas, das Kühe bei der Verdauung produzieren, als Energieträger nutzen. Das Methan hat eine geringere Dichte als Luft. Das heißt, es steigt in dem Stall nach oben. Und unsere Konstruktion möchten wir dann an einem Dach fürs befestigen, sodass das Methan sich hier unten sammelt und dann mit dem Roboter abgesaugt werden kann. Wer in der kleinen Forschergruppe das Sagen hat, wird übrigens schnell klar. Ich persönlich habe jetzt auch den Roboter programmiert, also von daher ist es nicht so, ja, Mädchen spielen mit Puppen und die Jungs machen halt irgendwas mit Lego, sondern wir können das auch genauso gut. Puppen vielleicht nicht, aber Stofftiere sind zu Demonstrationszwecken doch ganz nützlich. Ja.